Hallo Campingfreunde, ich bin der Hanjörg vom YouTube-Kanal Reisefalter und heute backen heute und zwar bretonische Apfelflappen. Eigentlich ist das ein holländisches Rezept, aber ich sag euch, warum es auch ein wenig bretonisch sein kann. 1806 ist zum Beispiel ein Staatsvertrag entstanden zwischen der Batavischen Republik und Frankreich. Und dieser Staatsvertrag beinhaltete die Gründung des Staates Holland. Und Louis Napoleon, der Bruder von unserem großen Napoleon, war der Statthalter dieses Staates. So, er war sehr beliebt, hatte natürlich einen Koch, weil er konnte selber auch nicht kochen und backen, aber dieser Koch war pfiffig. Der war aus der Bretagne und hat sich die Apfelflappen abgeguckt von den Holländern, wie man die macht. Und genau das habe ich ihm heute aufgetragen und er macht jetzt mit euch die Apfelflappen. Übrigens, 1810 hat dieser Louis wieder abgedankt, weil Frankreich hat da eh alles erobern wollen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, es geht los. Hier haben wir die Zutaten. Wir haben hier Zimt und Zucker. Hier haben wir Essig mit ein bisschen Zucker, also nicht Essig. Ihr könnt auch Zitrone nehmen. Ich habe Zitrone genommen. Zitrone mit ein bisschen Salzkaramell und etwas Zucker, damit das nicht zu doll sauer ist. Hier ist Salzkaramell drin. Das brauchen wir und das macht nachher das Bretonische aus. So, dann haben wir Apfelscheiben in dünne Scheiben schneiden, Apfelringe praktisch. Und dann kann schon losgehen. So, wir haben hier Blätterteig genommen. Den muss man also nicht selber herstellen. Den kauft man besser. So, und dieser Blätterteig, der wird jetzt hier mal ausgerollt. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen hier den Pinsel und streichen das hier so ein bisschen ein. Dann kommen hier die Apfelscheiben drauf. Und zwar hier ein bisschen freilassen hier unten, damit ihr den Teig rumklappen könnt. So, jetzt kommt Zimt und Zucker drauf. So, und dann kommt die erste Lage einmal rumgeklappt. Jetzt wird das nämlich noch mal geschnitten in schöne Vierecke. Dann nehmen wir unsere Formen zur Hand. Ja, das gibt für den Campingbackofen oder für den Omnia oder Wundertopf auch diese halben Schalen. Und ihr könnt dann entscheiden, wie viel Apfelflappen ihr macht. So, die halbiert man hier nochmal. Dann kommt hier noch ein bisschen Karamell dran. Dann klappt ihr das rum. Und dann kommt das hier rein. So, jetzt ist das soweit fertig und jetzt nehmen wir das restliche Karamell
und kleckern das hier drauf. Das ist also ein Gemisch aus Karamell, Salzkaramell und Kondensmilch. So, das ist soweit fertig. Dann nehmt ihr euren Topf. Dann kommen die Apfelflappen hier rein. So, jetzt geht's auf den Herd, auf den Gasherd. Ihr wisst ja, wie man diesen Topf bedient. Da gibt es ja auch ein Video drüber. Und dann schauen wir mal, wie es nachher aussieht. Ja, liebe Campingfreunde, nach 20 Minuten in diesem schönen Topf hat man ein hervorragendes Resultat. Und jetzt geht's zur Verkostung. Hanjörg, kann ich meinem Meister dieses leckere Gebäck geben? Ja, selbstverständlich darfst du das. Oh, Sir, ich habe ein leckeres Gebäck für euch. Ja, jetzt ist er verschwunden und ward nicht mehr gesehen. Und ich sag euch, dieses Leckere, was ihr hier seht, ist echt was fürs Kaffeekränzchen. Und wenn ihr das mit euren Freunden teilt, dann könnt ihr virtuell ein Kaffeekränzchen machen. Oder persönlich, je nachdem, wie es die Lage erfordert. So, und ich gehe jetzt was Leckeres essen.